Moin, Katschkor, zweite Folge LS22 tief im Boden. Letzte Folge haben wir den Schweinen Futter gegeben, damit die wieder was zu fressen haben. Gut, sie hatten vorher auch noch Futter, aber einfach mal wieder voll gemacht im Stall. Und haben uns so eine Box gekauft, wo wir mal Hühner transportieren kann, theoretisch. So zumindest die Theorie. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Und dann kam mir doch in den Sinn, wir haben ja eine Suppenfabrik jetzt, also könnte man auch ein paar Karotten dahin bringen. Somit würde ich sagen, dass wir den schon die hier irgendwo stehen. Ah, lassen wir da stehen. Ja. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, der ist eigentlich für den Wald. Dafür nehmen wir den Kollegen hier. Den brauchen wir jetzt momentan hier nicht. Der kann einmal zum Hof zurück. Der kann dann den Anhänger mit den Karotten ziehen. Und so weiter und so fort. Und kann, ja, kann uns aber dann beim Transport ein bisschen helfen. Sagen wir es ganz einfach. Also jetzt sollte ich mal die Schaltgruppe etwas hochschalten. Würde dann zumindest das Schalten und das Fahren etwas erleichtern. Das haben wir abgewürgt und dazu kommen, sehe ich gerade. Gib Gas! Der ist nicht so schnell unterwegs, aber trotzdem. Fahr fort. Gut, Anhänger ist leer. Somit kann der zum Hof bitte. Abfahrt. Der wird schon seinen Weg finden. Ach, scheiß Dick, ist einfach. Frage ist, wo will der jetzt langfahren? Komm, lass mich gerade mal fahren, bitte. Weil ich muss gerade mal den Feldweg da vorne mal in beide Richtungen einfahren. Sonst machen die Helfer immer wieder, was sie wollen. Also, beziehungsweise waren halt irgendwelche Wege durch die Weltgeschichte. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, gucken wir mal, was wir hier am besten machen können. Gut, was heißt das mal hier? Auch gibt es da vorne eigentlich keinen Weg in die andere Richtung? Da oben lang? Auch egal. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Deinem Hupen da hinten. So, da basteln wir jetzt gerade mal. Das machen wir jetzt aber nicht die komplette Strecke über. Also hier sind die Punkte verbunden. Theoretisch ist ja auch ein Weg. Somit setze ich jetzt hier einen neuen Wegpunkt. Wenn wir gleich hier rüber schieben können. Mein Gott. Der dann hier verbunden ist. Und das eigentlich funktionieren sollte. Und ich fahre jetzt einmal den Feldweg her. Dann sehen wir uns am Ende wieder. Okay, der ganze Kurs hier ist doch alles ein bisschen komplizierter, als ich gedacht hätte. Gut, ich verbinde ihn jetzt hier einfach mal mit dem Weg hier nach unten. Das ist schon nochmal etwas, ist überhaupt. Welcher Punkt war das jetzt überhaupt? Der hier. Ja, das wird schon funktionieren. Bestimmt. Gut, und jetzt fahren wir den Weg wieder zurück zum Hof. Und dann sollten die Helfer das hoffentlich hinkriegen, wenn sie mal wieder hier langfahren müssen oder so, dass sie da zum Hof kommen. Dann laufen sie auch der anderen Richtung halt. Beziehungsweise ich muss den einen Punkt noch mit dem Wegpunkt verbinden, beziehungsweise anderen Weg hier alle muss ich auch noch verbinden, theoretisch. Das ist alles so viel Arbeit.
Gut, es ging mir eigentlich erstmal nur darum, dass die Helfer halt auch in die Richtung fahren. Nicht nur in die Richtung. Das war jetzt schon mal das Wichtigste. So. Nee, das war's nicht. Oh, jetzt fahr den Traktor aus dem Weg, bitte. Ich sehe nix. Ich glaube, das war falsch. Punkt. So, warte mal. Das ist der Weg. Ah, dann ist das ja einfach nur falsch gemacht hier, genau. Machen wir gerade hier zu dem Punkt. Nein. Wir schieben den ganzen Spaß gerade wieder ein bisschen rüber, dass sich das alles ziemlich gut überschneidet. Ich helfe auch nicht irgendeine Scheiße machen oder so. Okay. Passt alles. Wunderbar. Dann machen wir das gerade wieder zu hier, wenn ich die Maus finde. Dankeschön. Okay. Mein Gott. War eine schwere Geburt. Was habe ich Anhänger hier? Ja, hier fangen die Probleme schon an, gell? Warte mal, ich stelle mal gerade drüben zur Pelletsproduktion, sage ich jetzt mal. In die Halle rein. Hey, wenn wir hier nicht driften würden. Durch den bekackten Schnee. Mein Gott, ist der blöde Schnee immer. Bude auf hier und dann stellen wir den Anhänger da rein. Dann einfach mal dahin. Bevor das egal, das brauchen wir Motor nicht. So, wunderbar. Und dann darf der hier erstmal sich ausruhen, sag ich mal. Gut, dann würde ich sagen, hängen wir den MP-Truck an den Ballwagen da vorne dran. Und dann tun wir mit dem Case schön Karotten aufladen. Und dann gucken wir wegen die Hühner. Genau. Also legt man los. Gut, haben wir den ganzen Scheiß doch mal beladen hier. Es ist jetzt nicht akkurat, wie man es vielleicht müsste oder so, aber es geht. Jetzt ist die Frage, was mir gerade einfällt. Ich habe ja das Gewicht vom MP-Truck abgehängt, damit der Case hier zwei Gewichte hat, auch wenn der jetzt ganz schön in der Achse hängt. Ich weiß gar nicht, wie viel das Gewicht eigentlich wiegt, da das Dingsbums da. Welches so ein schwerer ist. Können wir gerade mal gucken, Gewichte. Wieso habe ich das zweimal? Okay. Das hat
1,5 und das ist 600 Kilo gerade. Okay. Ja, gucken wir einfach mal, ob der Betrag vorwärts kommt. Sonst müssen wir mal das Gewicht umhängen dann wieder. Gucken wir halt mal. Das sind jetzt 48.000 Liter gerutscht. Okay. Nicht gerade wenig. Bremse raus. Guck, ob er aber jetzt Rollen bekommt überhaupt, den scheiß Schnee, ne? Komm schon. Zieh! Wenn sie mal rollen und verstroß ist, dann rollt es halt gut wahrscheinlich. Sag es eher, dass das Ding schnell kippen kann. Wenn ich zu schnell in die Kurve fahre. So, jetzt sind wir schon mal auf der Straße. Das ist schon mal viel wert. Gut, wo müssen wir nochmal hin? Am besten ist hier einmal geradeaus komplett. Und dann runter zu Feld 36 da. Also einmal komplett durch die Stadt durch. Gut, die Fahrt könnte ein bisschen dauern, merke ich gerade. Die Reifen sind aber auch ganz schön blank gedrückt. Es sind aber auch ein paar Tonnen. Ich bin gerade im vierten Gang und brauche nicht schalten momentan. Weil da tut sich momentan gar nichts. Eher rückwärts. Alter. Sie. Mein Gott. Eine Riesenfuhre da. Naja, mal sehen uns wieder, wenn irgendwas ist. Oder wir an der Suppenfabrik angekommen sind. Und ja, da vorne muss ich aufpassen wegen dem Verkaufspunkt. Das ist dann nicht irgendwie drüber fahren, weil hier links, rechts fahre ich ganz bestimmt nicht jetzt. Das bringt mir ja gar nichts. Vorne sind wir auch schon das große Silo. In der schönen Suppenfabrik. Also der Weg ist nicht mehr weit. War auf jeden Fall schwer, der Weg. Also schneller als 30 konnte ich auf jeden Fall nicht fahren. Also packt halt einfach nicht. Bin zwar mittlerweile in 5 Gang angekommen, aber trotzdem, das. Der zieht nicht viel. Aber gut. Wahrscheinlich immer noch besser als mit dem Case jetzt hierher zu fahren. So, jetzt fahren wir ganz vorsichtig hier rum. Hier geht es ein bisschen bergab. Dort Stein hoch. Und Gas, 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 Gas. Langsam, langsam, langsam. Okay, jetzt müssen wir einfach nur die paar Meter hier fahren. Und dann sind wir da. So. Geht der jetzt gerade ab oder? Irgendwie nicht so ganz. Ja, die Karotten würde ich auch gerne abladen. Aber irgendwie will er gerade nicht. Letztens habe ich auch für die Produkte für die Mission hier abgeliefert. Also, wo ist das Problem jetzt? Hallo? Komm, jetzt mal eine runter. Vielleicht steppt es da. Immer funktionieren sie nicht. Ich glaube, das hat mit dem Info, das also rechts da zu tun. Das ist schlecht. Naja, gut. Dann lassen wir ihn gerade mal hier stehen. Dann schnappen wir uns den Case.
Und der ja eigentlich eh runter zum Händler sollte. Wegen der Tierbox da. Dann stellen wir gerade mal das Gewicht hier drüben ab. Das eine von beiden. Genau. Fahren das hoch. Dann schicke ich den gerade mal zum Händler. Würde sagen, dass gerne Nike und Auto euch gefallen hat. Und ich gucke gerade mal schnell aufgehen, was das, also wo das Problem ist. Also, danke fürs Zuschauen.